Jeden Abend um 6:30 geht während der Adventszeit die Tür vom Heimatmuseum auf. Für eine halbe Stunde können die Gäste ein Fenster von diesem speziellen Adventskalender geniessen. Wer hier war, weiss, dass der Geist der Weihnacht im Heimatmuseum von Aesch daheim ist. Hallo, wir sind der Gidoku Club. Das hier ist Laura, das hier ist Sarah und ich bin Julia. Und mit uns spielt noch der Herr Böhrer in diesem Quattro. Und wir kommen von der Musikschule Aesch. Und wir spielen ganz viel durcheinander irgendwelche Lieder oder Songs, die wir cool finden, die man auf den Instrument spielen kann. Und wir haben immer so im Sommer, Frühling, so etwas, haben wir immer so eine Besprechung, was wir nächstes Jahr, also in diesem Jahr, spielen. Und dann entscheiden wir uns, dann arrangiert es der Herr Böhrer für uns und dann spielen wir das. Und am Ende des Jahres gibt es eins oder noch mehr Auftritte, wo wir die dann vorspielen können. Es ist natürlich sehr cool, am Adventsfenster zu spielen. Und wir haben uns damit entschieden, dass wir halt schon im November ein Konzert hatten. Und dann in dieser kurzen Zeit keine neuen Lieder einstudieren konnten, haben wir eigentlich die ähnlichen genommen. Nur ein Lied, also das Go Down Moses, haben wir noch reingenommen, damit es ein bisschen weihnachtlicher ist. Kommt, füllt eure Schüsseln, füllen die Säcke füllen, wir gehen wieder vor das Stadttor. Und das hat der Nikolaus von dort an in Erinnerung an seine Lieben. Wir haben unsere regelmässigen Sitzungen in der Kulturkommission, wo wir immer wieder einmal darüber reden, was man noch machen könnte für die Aescher Bevölkerung. Und wir haben gedacht, es wäre schön, wenn einmal Aesch für Aesch etwas macht. Das heisst, dass wirklich alle Leute, die in Aesch tätig sind und wohnen, aus ihren eigenen Ressourcen etwas machen für die Aescher Bevölkerung im Advent. Weil die Idee aus der Kulturkommission kam, haben wir zuerst dort einmal geschaut, was wir für Möglichkeiten haben. Wir haben zwei Personen, die gerne erzählen. Wir haben den Markus Back, der Geschichten aus dem Alltag erzählt. Und ich selber bin auch Erzählerin von Beruf. Und so haben wir mal je 7 Öben besetzt. Und dann haben wir natürlich uns natürlich vernetzen mit anderen Institutionen im Dorf und haben an die Musikschule gedacht, weil Musizieren und Kinder im Advent, das ist wirklich etwas, was so stimmig ist. Und dann natürlich um Gastfreundschaft gefragt, hier im Heimatmuseum. Und der Peter Nebel und die ganze Kommission war hier sehr offen und hat uns willkommen geheissen. Und auch der Peter Nebel macht verschiedene Angebote, Führung im Museum. Und so haben wir dann das können eigentlich aus den eigenen Reihen sozusagen zusammenfügen. Traditionell zur Weihnachtszeit sammelt Aesch wieder Spendengelder für Kinder in Burkina Faso. Die Spenden stellen sicher, dass über 500 Kinder an der Palga-Schule regelmässig ein warmes Essen bekommen. Für rund 28 Franken kann ein Kind ein Jahr lang eine warme Mahlzeit täglich haben. Wegen dem Konflikt in den Nachbarländern hat sich die Situation in Burkina Faso dramatisch verschlechtert. Essen, Schulmaterial, Trinkwasser oder Medikamente, es fehlt an fast allem. Die Weihnachtsspenden aus Aesch und Pfäffigen werden aus diesem Grund dringender gebraucht denn je. Bitte helfen Sie mit.
Einzahlungsscheine sind am Wochenblatt beigelegen oder Zahlungen können mit dem Vermerk «Asch hilft Burkina Faso» über die Raiffeisenbank gemacht werden.